Gestern fiel alles wie Sternschnuppen vor den Augen vorbei. Aber wenn alles sich nur um dieses Erhalten und Fortsetzen des Lebens und das Umkreisen dieser aufgespreizten Drittveränderungsgeneratoren in ihren unterschiedlichen Ebenen geht, zur Promotion und zur Fortsetzung des Lebens notwendigerweise als das einzig relevante Projekt. Warum gibt es dann überhaupt diese Entartung, dieses unbedingt erkennen und wissen wollen von etwas, das sich absichtlich nicht erkennen lassen darf und kann, damit stattdessen lieber die Aktionismen vollzogen werden und nicht jemand in seiner eigenen Sülze dahin verrottet? Naja, die Bastardisierung, das Auftauchen jener Abgebrochenen, die dann andere finden und Schleichwege der Macht finden, um auch ans Eingemachte zu kommen, ist der eine Teil, die im Plan der Schöpfung doch vorgesehen ist als Bastardisierung, als Diversifikierung oder wie das neapolitanische Sprichwort sagt, sie muss schön sein wie ein Engel und eher hässlich wie ein Teufel, damit durch diesen Kontrast noch exotischere Produktergebnisse herauskommen, die dann mehr Überlebenswiderstandsfähigkeit haben. Aber vor allem braucht es diese Sublimationisten, diese Künstler, diese Tüftler, deren spezifischen Prozess der Sublimation wir beschrieben haben, ein überwältigendes Verschlungenwerden im Ausschließlichkeitsmodus durch die Mutter über die Monate hinweg, allein ausschließliche Gefressenwerden durch Liebe. Du bist nicht an meiner ersten Stelle, sondern du bist an meiner einzigen Stelle. Und dann erfolgt plötzlich der Abschnitt, und zwar ohne jede Botschaft, ohne jede Antwort. Das beschreibt Freud, das beschreibt Leonardo, dem dann der Milan seine Schwanzfeder in den Mund steckt. Aber dadurch nicht zum Schriftsteller oder auch zum Schriftsteller wird, durch diese nicht ausgerissenen Federbüschel. Also es bedarf in diesem Hochrüstungswettkampf einerseits die Raumzeitausdehnung als Vorhersehungsplanung, damit die Affen die hilflosen Nackten zum Beispiel die Sterne beobachten können und die Landwirtschaft betreiben und beim Jagen genügend Strategie und Koordinationsfähigkeit mit aller Vorsicht betreiben, sich vom Gebüsch her anschleichen an die Mammutherde, damit sie nicht selbst Opfer der Jagd werden, sondern im richtigen Moment zuschlagen, und zwar zweitens mit jenem beherzten Mut der Verzweiflung, den sie nur dadurch erhalten, nachdem sie die erste Initiation, nachdem sie den ersten Tod erlebt haben und somit ja nichts mehr zu verlieren haben würden und somit alles wagen können, erst recht. Aber drittens jene Tüftler an den paläolithischen Feuerstellen in den Nachahmungen der Höhlen der Artemis, in diesen Ureucheronter
den langen Winterabenden auf Steinen herumkritzelten, auf Steinen herumklopften, mit den Hölzlein masturbierten, bis Feuer entstand, das Fell, den Mantel dem Hasen über die Ohren zogen, in Nachahmung der Inversion der Begehrensordnung, indem sie den Graf des Begehrens umstülpten und sich fortan damit wärmten, nachdem die Haut gegerbt wurde. Und all diesem ebenfalls, weil man nichts zu verlieren hatte, Vergeuden der Zeit, welche dann Kunstfertigkeit, die Entwicklung der Knochenflöte, die Entstehung der pythischen Spiele, der erste Wettkampf von Marsyas mit Apollo, der ziemlich ungut ausging, wie letztlich alle so segensreichen Erfindungen des erfolgreichen Überlebens, der Speer, der Faustkeil, Pfeil und Bogen, der Wurfspeer, der Bogen des Odysseus, den nur er spannen konnte. Das Rad. Also jene Tüftler, jene Nerds, jene Aspergerlein, jene, die endgültig abgeschlossen hatten mit dem drögen Aktionismen des Why not me too too, warum nicht ich auch, am Hexenkessel Schlachtefleischsuppentopf der Macbethschen Hexen Platz nehmen kann. Aber stattdessen dann 24 Stunden am Tag und wenn das nicht reicht, noch die Nacht noch mit hinzunimmt, jenes ursprünglich echte, authentische Ding, das endgültig ewig verlorene Urobjekt wiederzufinden, das reine, das ausschließlich schmeckende Ding, das nun zum reinsten Nichtigen geworden ist, nämlich der puren Erkenntnis. Also diese Tüftler, diese Abgebrochenen, diese zu kurz gekommenen, diese nicht degenerierten, sondern hypergenerierten, diese aufgescheuchten Hühner, die diese Genies waren, von denen morgen spricht, die nicht nur das Feuer erfunden haben, sondern die erste verbotene Vergewaltigung einleiteten, welche dann wieder zur Beschwichtigung der Sprache führte, die also das Über-Ich und das Es erzeugte in diesem Konflikt, du darfst nicht, aber du musst unbedingt, und es dann dennoch taten, obwohl durch die anatomischen Veränderungen, die Zerwürfelung der Sexualität, die Frigidisierung, das nicht mehr Funktionieren der Geburtsorgane mit nachfolgender Vorzeitigkeit der Geburt und hilflos bleiben dieses Produktes bis ins Greisenalter, dieses dysfunktionale, von sich selber abgespaltene Schizospaltsprechwesen, das daraus entstehen wird. Diese Genies also, die es in Elaine Morgans Buch dann dennoch tun und den Urkonflikt, die Ursünde einführen, die dieses spezifische Menschenwesen mit seinem Bewusstsein erzeugt, denn dieses Bewusstsein guckt sich in diesem Moment selber an, was mache ich denn da?
Das darf ja wohl nicht wahr sein, dass ich aus diesem Ort komme, aus dem ich so schmählich in die Welt geworfen wurde. Und es darf ja wohl nicht wahr sein, dass das nun verboten sein soll. Durch die Beißtodeshemmung, die sie zeigt, indem sie mir ihre Kehle zeigt, nachdem ich sie auf den Rücken geworfen habe und der Bauch, der Ungeschützte, offen da liegt und ich also sie nicht killen darf, sie nicht vergewaltigen darf. Aber etwas in mir drängt es dennoch zu tun. Mit der Zeugung also des Es als der erste Titan gegen den zweiten Titan und das Bewusstsein, dass ich während der Aktion der Vergewaltigung von der Seite argwöhnisch wie der Wurm des Argwohns anblickt, was tue ich da eigentlich an Verbotenem, aber dennoch übermächtig Gebotenem. Und so wird das kleine, bewusste, sich selbst beobachtende, sich selbst beschuldigende, den masochistische Fundamentalprojekt der Selbstverletzung, der Selbstbestrafung, der Selbstvergewaltigung weiter vollziehende Ich geboren zwischen den beiden sich. Niemals vertragen werdenden Giganten des Unbewussten über Ichs gegen das Es. Und so weiter. Also, wie kommt es, dass diese verrückten, wissensdürstigen der aristotelischen Erkenntnis nicht sofort herausgemändelt wurden? Weil sie eben jenen Kontrastpunkt jener Idioten und Deppen darstellen, die nun glauben, die Welt der Quanten durch diesen allergrößten Ring aller Zeiten, sie alle zu knechten, erforschen zu können, indem sie da diese Kopulationen der Wahlverwandtschaften, jener Wellenexzesse, die sich dann im Aufeinanderprallen des Ereignishorizonts zu Partikeln zusammenballen und wieder zerbersten und zerknallen und dann neue Produktionsergebnisse erzeugen, indem sie also den größten Ring, sie alle zu knechten, da rotieren lassen in Nachahmung dieses Urprinzips, um das sich alles dreht, dem ich den Schwarzloch Universal Ringkerngenerator mit seiner weißglühenden Akkretionsscheibe, um den sich alles dreht und der angekurbelt zu werden hat. Nun ist es aber wieder gut. Guten Morgen, Tolo. Das Wasser ist warm. Die Luft ist zum Glück noch nicht so warm.